Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in einer meiner Lieblingsstätten, Köln. Max ist am Start. Wir gehen heute auf den Weihnachtsmarkt. Yes, es ist an der Zeit. Ich war dieses Jahr noch auf keinem einzigen Weihnachtsmarkt. Randy hat schon ein paar ausgecheckt. Ich habe gehört, dass es hier dieses Jahr wirklich guten Scheiß geben soll. Deshalb checken wir das mal aus, oder? Let's go. Bevor wir ins Köln-Video starten, brauche ich nochmal eure Aufmerksamkeit. Ich verlose ja 6 Handyhüllen von RhinoShield im Monat Dezember. Doch dazu gleich mehr. Vom 22. Dezember bis zum 5. Januar gibt es bei RhinoShield den Holiday Sale. 15% Rabatt mit meinem Code RANDY15. Das hier sind die sichersten, schönsten, stabilsten und zuverlässigsten Handyhüllen, die ihr besitzen könnt. Ihr habt eine Riesenauswahl von verschiedenen Designs. Und MagSafe-kompatibel sind diese Handyhüllen auch. Sie schützen euer Handy vor Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe. Und man kann seine Handyhülle komplett selber gestalten. Ja, sieht aus, wäre ich ziemlich selbstverliebt. Aber ich habe hier auch eine Hülle, die ihr zum Beispiel auch haben könnt, falls ihr unter diesem Video kommentiert. Ich verlose 6 Stück in den Videos vom Dezember. Also meiner Meinung nach ist wirklich was für jeden dabei. Für jeden. Hier seht ihr mein Handy, das mittlerweile 2 Jahre auf dem Buckel hat und durchgehend genutzt wurde mit einer Hülle. Und es sieht aus wie nur... Oh mein Gott! Immer da drin lassen. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Denn RhinoShield passt auf euer Handy auf. Wenn auch du so eine schöne oder so eine schöne, aber auch sichere Handyhülle willst, dann nutzt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung, mit dem du direkt auf die Website von RhinoShield kommst. Wenn ihr den Code RANDY15 benutzt, spart ihr euch 15% auf euren Einkauf. Mit am Start. Oggi. Der Größte. Mit am Start. Der Mann, der mich gerade ignoriert. Hallo. Mit am Start! Mit am Start! Woo! Anton! Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt am Stadtgarten. Etwas kleinerer Weihnachtsmarkt, der sich so ein bisschen auf die schönen Dinge fokussiert hat. Also hier gibt es wirklich gutes Essen, habe ich gehört. Der ist so ein bisschen gemütlich verwinkelt und wir haben natürlich auch das beste weihnachtliche Wetter hier bestellt. Okay. Ich sehe schon Glühwein, aber ich glaube, dass so in dieser Ecke da vorne, da geht's ab mit Essen, ne? Ich würde sagen, diese Ecke, aber da hinten, ja. Ja, aber von der Idee, dass wir jetzt gleich erstmal einen schönen Glühwein trinken, um also so ein bisschen Stimmung zu kommen, weil wir müssen ja auch so ein bisschen hier das Ambiente. Muss man sich schön trinken. So ja, ein bisschen, genau. Ne? Als kleine Randnotiz natürlich auch für euch. Wir sind hier und schauen so, was bekommen wir für 100 Euro in Köln. Wie teuer ist es? Und natürlich haben wir den Spezialisten dabei. Wie lecker ist es? Ist auf jeden Fall hier der teuerste Weihnachtsmarkt in ganz Köln, würde ich sagen. Der teuerste? Safe. Also ja, das ist ja super. Glühwein 5,50. Da machen wir vielleicht 200 Euro. Ja, ich hab schon gesagt, Digga. Ich nehme die ganzen Gläser mit und verkaufe die auf eBay Kleinanzeigen. Danke fürs Willkommen heißen hier in Köln. Wir starten ja, rein. Prösterchen. Salute. Wie sagt man hier in Köln? Prost. Ich finde, Wetter geht nichts anderes. Wenn du mir jetzt einen Kölsch geben würdest, dann kann ich nicht machen. Ich muss aber sagen, Kölscher Bier, seit wir mal hier ein, zwei Bier getrunken haben, feiere ich sehr, sehr hart diese Größe und dieses, dass es frisch bleibt. Nee, vor allem nur 5er. Ich sehe da hinten etwas, das durfte ich schon mal essen, auf einem Streetfood-Festival. Mhm. Maria Maria Latin Steak Sandwiches. Kein klassisches Weihnachtsmarktessen. So als verspätetes Frühstück, so ein geiles Steak Sandwich. Maria Maria, wir kommen gleich. Hi. Hi, wie geht's? Alles gut? Alles super. Ihr habt nur ein Sandwich? Ja, wir haben ein vegetarisches mit Aubergine. Die Aubergine braucht aber noch. Okay. Fleisch habe ich da. Okay, dann machen wir uns 2 davon fertig, oder? Ja, mit yes. Käse. Mit Käse und ohne Käse. Jetzt yes, so lecker wie möglich. Was kommt da noch alles drauf? Diese 3 Soßen da. Was sind das für Soßen? Das ist einmal Mayonnaise, dann Salsa Roja, also mit so Tomaten und sowas. Ist nicht scharf, nur sogar Fleisch. Und hier Salsa Verde. Ja. Guck mal, der Chief. Da war alles am Schwärmen hier auf jeden Fall. Das Ding ist, als ich beim Streetfood Festival war, war so eine riesige Schlange bei dem Stand hier. Und jetzt kann man es einfach bestellen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben zwar sehr viel Pech mit dem Wetter so, aber dafür haben wir Glück, dass nicht so viele Leute gerade auf dem Weihnachtsmarkt sind. Für die Leute, die hier arbeiten, ist es natürlich entspannter. Ja. Aber also es gibt auch Tage, an denen das stressig wird. Die Salsa Rojo ist nicht scharf. Also die ist ganz, ganz mild. Okay. Normalerweise haben wir noch eine scharfe Soße, aber die ist gerade noch nicht da. Das schade. Aber die meisten wollen tatsächlich nicht ohne scharf. Ja, ja. Wie bist du beim Scharfessen? Ich kann sehr gut scharf essen. Okay, geil. Ich habe diese, als ich mit Eli im Stream war, habe ich diese One-Chip-Challenge gemacht. Musste nicht trinken. Argentinien? Genau, Rinderhüftsteak aus Argentinien.
So, das ist auch super so. Ohne Nachfragen einfach Feuer mitarbeiten beim Video. Das ist ja Mann. Wunderschön fluffig auch das Brot. Oder komm, ich bezahle mal. Du hast ja nein, wir haben Reichen diese 100 Euro. So, okay. Wir haben das Latin American Steak Sandwich. Argentinisches Hüftsteak, dazu drei verschiedene Salsas, geschmolzener Käse, ein fluffiges Brot. Den Rest müssen wir erschmecken. Okay. Der Bissen macht Spaß. Ich habe erst gedacht, dass das Brot ein bisschen zu fest sein könnte. Ich finde aber, es macht Sinn. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist Salz. Fehlt eine Prise Salz, 100%. Du hast voll recht. Wenn ich das esse, kriege ich jetzt keine Weihnachtsgefühle. Genau. Ne? Ich denke gar nicht, oh, jetzt am Weihnachtsbaum sitzen. Das ist halt ein Essen, das kann jederzeit überall sein. Mhm. Aber ich finde es cool, dass es das auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein würdiger Anfang für dieses Video. Oggi? Krankes Frühstück. Erstes, was ich heute esse. Also früher habe ich gedacht, dass Steak so butterzart sein muss. Das ist aber, glaube ich, ein Mythos. Wie soll man sich das erklären? Nur echt schade mit dem Salz. Man könnte es wahrscheinlich hingehen, sagen, könnte noch ein bisschen Salz drauf machen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich bin aber happy, dass du auch gesagt hast, dass das Salz fehlt. Weil oft meckern die Leute bei mir, dass ich sage, Salz fehlt. Weil wir so viel... Habe ich den Franklin gemacht gerade, oder? Habe ich den Franklin gemacht? Mit dieser Aussage hast du ab sofort von mir München-Verbot. Shoutout geht raus. Das sind die Charms. 10 Euro ist deftig. Mal schauen, was wir sonst noch so bekommen für unser Geld. Wir haben noch, ich glaube, 59,20 Euro. Wow, Digga, wir sind so 10 Minuten hier. Der berühmteste Schnauzer Kölns. Schön, ne? Ich muss auch sagen, ich werde den, glaube ich, niemals wegmachen. So. Ich hab gedacht, du sagst was zum Sandwich. Nee, Sandwich super, habe ich aber schon vor 2 Tagen gegessen. Ich habe hier was gesehen, Grilled Cheese Sandwich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall erstmal was kleines Weihnachtliches probieren. Wir haben jetzt mit Glühwein angefangen und einem lateinamerikanischen Sandwich. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Kartoffelpuffer essen. Ich habe ja so ein Video gemacht, beste Essen aus jedem Bundesland. In Nordrhein-Westfalen waren es Reibekuchen. Aha, aha. Deshalb brauchen wir jetzt Reibekuchen. Und hier sagt man Riefkuche. 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 Ihr seht das hier, oder? Dirty und nass, aber ich sag so, wie es ist. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin auch sehr, sehr happy, diese Crew hier zu haben in Cologne. Und die nehmen sich immer Zeit. Ich komme nach Köln, die sagen direkt hier, komm rum. Wir befinden uns bei Reibekuchen. Max hat gerade gesagt, er isst Reibekuchen mit Apfelmus, richtig? Yes, sir. Und ganz traditionell. Achso, das ist der traditionelle Weg. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. So habe ich es von meinem Opa gelernt. Ich esse es wirklich, seitdem ich klein bin, immer länger drin lassen. Richtig crunchy, wie so ein Chip. Und dann, wenn dieses Fritteusenfett oder dieses Öl noch drauf ist, schnell Salz drauf. Jo. Das war das für eine Handbewegung aber. Und dann zieht es so ein und du hast diesen leckeren Kartoffelsalzgeschmack in deinem Mund. Also würdest du sagen, schnell Salz drauf? Tatsächlich so ein deutsches Ding sein, oder? Reibekuchen? 100%. Ja, ne? Deutsches Ding, oder? Die Holländer kannten keinen Reibekuchen. Die Holländer kannten es nicht. Ah, ja. Okay. Wir haben gerade noch überlegt, ob es nicht sogar aus der Ecke kommt, aber... Ja. Also das ist dann was Deutsches, oder? Ja, ich glaube, ja. Mit Apfelkompott. Ja. Kurze Frage, könnt ihr den Apfelkompott an die Seite machen, so dass die... Okay. Willst du das separat haben? Also ich kann das auch separat? Und mach mal einen extra crunchy, also ein bisschen länger in der Fritteuse lassen. Und dann direkt Salz drauf. Ich bin wieder dieser komplizierte, gell? Du bist so danke. Kunden wie dich, so man denkt so, oh nee, Junge, so ein Bastard. Wow. Einfach hier hinstellen, dankeschön. Das sind schon dicke Oschis, ne? Ich dachte schon, 8,80 ist ordentlich, ne? Es gibt einen Laden hier in der Kölner Innenstadt, der macht nur Reibekuchen, die Riefkuchen gut. Sehr, sehr lecker. Ich habe noch nie solche Reibekuchen gesehen. Die sind so fasrig, haarfein, ne? Fasrig, haarig. Ich finde auch ein guter Reibekuchen, der muss in der Mitte schon noch so ein bisschen juicy sein. Aber du bist ja Team durchfrittiert, ne? Ja. So liebe ich das halt, wenn das so schön soft ist noch in der Mitte. Den Max kannst du. Oh, den beim Biss meinst du? Komm einmal rein ins Apfelmus, hier, so ein Ding. Und dann... Okay, das war... Der ist ein bisschen länger frittiert. Ja, die sind schon sehr, sehr, sehr lecker. Wow. Sehr, sehr geil. Ich bin sehr, sehr happy. Und innen, das ist schon so, manchmal bin ich ehrlich, gibt mir so Kartoffel oder eine Butterbrezel, gibt mir manchmal diese Befriedigung von einem Steak. Dieser Kontrast von außen crunchy, innen so schön weich, kaltes Apfelkompott auf dem heißen Reibekuchen.
Aktuell ist das der Winner. Preis-Leistung sitzt hier. Super satisfying, super lecker. Und ja, mit Apfelkompott, ich bin nicht immer der größte Fan davon, aber es ist sehr geil. Magst du das Probe? Ja, also ich finde das geiler wie mit Apfelmus. Ja. Ja, man muss es wirklich sehr schwer zu nehmen. Und der ist ein bisschen länger. Mm. Weißt du, wie ich meine? Das Ding, ne, das ziehe ich so weg, das schmeckt so lecker. Boah. Ich glaube, das hier hat jetzt 8,80 gekostet. Ihr seht entweder hier oder hier den Counter. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Vielleicht sprengen wir auch ein bisschen den Rahmen. Wir schauen mal. Aber bis jetzt muss ich sagen, preislich sehr, sehr gut. Ich bin ja erst Raw reingegangen, aber das ist schon, das ergibt schon Sinn mit. Ich bin genauso ein richtiger Bornause, was das angeht. So kulturelle Sachen wie Apfelmus mit Kartoffeln nicht so appreciate, aber man muss das appreciaten. Das ist ja richtig gut. Ich glaube auch mit Lachs und Dill und sowas ist das auch krank. Auch geil, Genre. Aber das ist einfach krass. Hey, Timo, geil, die in der Hand. Oh! So ist Köln. Du kannst überall zu Fuß hingehen und es taucht immer wieder aus einer Ecke jemand auf. Glühwein 2 der Tradition halber. Sagt man das so? War das gut? Tradition halber. So. Cheers. Und danach geht's. Wohin geht's? Grilled Cheese Sandwich. Nein, es geht nicht zu Grilled Cheese Sandwich. Zimt Schnecke. Oh. Wie viel wollen wir? 2. Kommt da auch noch so ein Glaze drüber eigentlich? Salz-Karamellsoße oder Bratapfel? Ah, hast du beide bestellt? Ja, Okay. Got you. Hast du die schon gegessen? Ich hab die schon sehr oft gegessen. Wir verraten nicht zu viel. Man kann so mit Karte bei euch bezahlen, oder? Das ist eine 10 von 10. Sag so, wie es ist. Schau mal, 2 Glühwein. Das ist schon wieder ein bisschen viel Glühwein das gewesen. Okay. Salz-Karamell hier? Ja. Okay, Zimtschnecke. Beste Zimtschnecke habe ich bei einem meiner Lieblings-YouTubern gegessen, JP. Ah. Die ist ein bisschen crunchy oben, aber ich glaube, dass das eine sehr leckere Angelegenheit ist. Sehr, sehr gut wird. Ja. Okay, deswegen esse ich nicht. Aber ich glaube, da ist nicht nur Zimt drin. Das ist auch so ein bisschen so Kardamom oder so, was Weihnachtliches. Okay. Boah, die ist außen crunchy und innen soft. Zimtschnecke ist auch meiner Meinung nach ein Gebäck, was noch nicht den Respekt bekommen hat, den es verdient. In Köln schon. In Köln gibt es einen Laden, der ist Cinemut, da ist immer Schlange. Und Zimtschnecke hat auf jeden Fall, wie du sagst, einen sehr verdienten Hype. So eine Zimtschnecke gibt einem so ein wohliges, warmes Gefühl. So, man hat wirklich diese Weihnachtsvibes. Und Zimtschnecke passt auch perfekt auf den Weihnachtsmarkt. 100%. Weil wir hatten Sachen, das Steak-Sandwich, okay, bisschen deplatziert. Aber diese Zimtschnecke, die ist Weihnachten, auch wenn man sie eigentlich das ganze Jahr über essen kann. Aber das ist einfach schön. Und am Ende des Tages ist das ja auch ein Gebäck, das nicht frittiert ist und trotzdem diese Befriedigung gibt, wie ein frittiertes Gebäck. Ja. Krapfen oder was gibt's noch, ausgezogene. Aber ist das Salz? Nein, das ist dieser... geil. Sehr geil. Ja? Mhm. Komm mal her. Komm mal her. Dass dieser Gangshit, über den keiner redet. So. Echte Männer, die füttern sich auch mal. Ja, Mann. Ja, Mann. Sharing is caring. Okay, weiter, komm. Okay. Bis einer Pause sagt. Langsam betreten wir die Türen der Nacht. Sagt man das so? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, es wird langsam dunkel. Der Weihnachtsmarkt-Vibe kommt sehr, sehr gut rüber. Und ich hoffe, ihr kapiert auch. Seid unterwegs, trefft eure Freunde, reist ein bisschen durch die Welt und habt Spaß an den Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten wertschätzen. Das hast du wunderschön gesagt, Randy. Und kleine Dinge im Leben. Das Cheese Sandwich riecht man jetzt schon. Let's go. Gehen wir hin. Ich weiß aktuell nicht, bei welchem, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Köln ist wirklich noch bezahlbar, was den Weihnachtsmarkt angeht. Also wenn du Bock hast, gehst du ja Arm raus, aber bis jetzt geht's noch. Ist voll okay, glaube ich. Was geht, Bro? Alles fit? Selber bei euch. Alles super. Stark, hi. Hi. Oh, alles gut, Bro. Was geht? Was macht ihr? Wir kommen jetzt bei dir lecker Grilled Cheese Sandwich essen. Ja, gerne. Wollt ihr? Was machen wir hier? Wir machen hier Grilled Cheese Sandwiches. Was haben wir da? Wir haben den Käse, den ich jetzt gleich einfülle. Dann haben wir Schmorzwiebeln da. Wir haben Chimichurri-Soße da. Wir haben Chipotle-Soße da, wir haben mittelscharfen und süßen Senf da. Was ist deine Empfehlung? Wie sollte man das Grilled Cheese Sandwich essen bei euch? Mein persönliches Favorite ist schwarzes Sauerteigbrot mit Zwiebeln, Käse, mit dem süßen Senf auf jeden Fall reinpacken und Bacon. Finale Station habe ich nicht allzu oft gegessen, aber Grilled Cheese Sandwich ist eine Macht. Und genau so muss ein Grilled Cheese Sandwich sein. Du benutzt 3-4 verschiedene Käsesorten. Was Bergiges, was Tieferes, was... Bruh. Bruder macht das gut. Er weiß, was er macht. Ja,
So, Chefin hier. Nein, Chef ist auch da. Okay, wer ist jetzt der Chef? Chef ist die Person, die kocht. Ah, das ist gut. Schön. Genau. Oh, das ist echt. Also wir machen es alle ein bisschen unterschiedlich. Okay. Jetzt kann ich dir auch noch mal einen machen. Geil. Kriegen wir hin. Eingelegte Zwiebeln, drei verschiedene Käsesorten, crunchy angebraten. Es ist sehr heiß, ich werde noch mal duschen gehen müssen, weil ich rieche jetzt wie ein Grilled Cheese Sandwich. Daddy, hast du den Tropfen gesehen, Daddy? Ja, ja. Station Nummer 4? Nummer 4, ja. Nummer 4, ein riesen Dank geht raus an Max. Wofür? Dass wir gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt gehen, eine gute Zeit haben, dafür muss ich mich bedanken. Wir haben hier die letzte Speise für heute Abend. Wow, ich war gerade gar nicht dabei, als du bestellt hast. Sind das hier so karamellisierte Zwiebeln? Ist das Bacon? Ist das Käse? Ist das so ein Sauerteig-Toast? Der Mann war nicht dabei, aber er weiß, was er sieht. Was ist das für eine Sauce? Das ist eine Chipotle-Sauce, glaube ich. Das liebe ich ja, des Todes. Ne? Mit bisschen Regenwasser. Chili Chipotle, beste Leben, rein in die Masse. 3, 2, 1, guten Appetit. Ganz kurz, das sieht geisteskrank aus. Ja, ich glaube auch, das wird das Highlight. Du hast mich gefragt nach Meinung zu Bacon auf Grilled Cheese. Bacon kann alles besser machen. Dieser Bacon, der ist aber so weich, so weißt du? Und ja. du beißt den nicht durch, sondern du ziehst das ganze Ding mit raus. Ja. Kleiner Kritikpunkt, ansonsten, Bro, das schmeckt geisteskrank. Ja. Das Brot, wirklich, Sauerdough, sein Großcousin. Sehr, sehr geil, sehr, sehr soft und trotzdem crunchy. Der Käse ist geil. Für mich ein perfektes Grilled Cheese Sandwich, sage ich auch so, wie es ist. Sind so 3, 4 Käse. Einmal Berg, einmal Gouda, buttrig. Noch 2 andere, die in eine andere Richtung geht. Und dann hast du für mich das perfekte Grilled Cheese Sandwich. Und es muss crunchy sein. Das Ding ist super lecker. Guck mal, ich muss den Bacon mir so zurecht zupfen, damit der funktioniert. Genau. Aber ich sag so, wie es ist, ihr werdet Spaß haben, wenn ihr hier reinbeißt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mir wieder ein bisschen Salz fehlt. Käse und der Bacon, der bringt schon gut Salz mit. Okay. Aber man könnte noch eine Ecke mehr haben. Im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr happy. Ich muss auch sagen, Köln, Weihnachtsmarkt, so, ich hab die Cap an wie so ein Idiot. Köln Weihnachten, das war jetzt ein absolut geiler Tag. Wetter hat nicht ganz mitgespielt, aber wir hatten super viel Spaß. Lasst gerne ein Like da, ein Kommentar da. Max, sein Kanal ist natürlich unten verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Die letzten Worte. Das sollte eigentlich satisfying aussehen gerade, sorry. Letzten Worte, du bist immer herzlich willkommen in Köln, du weißt es hoffentlich. Mein erster Weihnachtsmarktbesuch dieses Jahr war auf jeden Fall schön. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Kuss geht raus. Ciao, ciao. Nichts zu tun, wenn du mich fragst. Nutz gerne den ersten Link in der Videobeschreibung, mit dem du direkt auf die Website von Rhinoshield kommst. Wenn ihr den Code RANDY15 benutzt, spart ihr euch 15% auf euren Einkauf. Danke an Rhinoshield für die Unterstützung der Videos. Okay, sag mal, was du denkst, was wir bezahlt haben heute alles. Bisher alles in allem? Ja. 140. 100. 1,1, 110. Ich sag 125. Danke euch. Gerne. Schönen Abend. Was passiert hier? Ganz schnell Turboblock. Du musst so schnell gehen, wie du kannst. Ich bin seit Tagen schon hyped da drauf. Hier gibt's Burger, frittiert. Hab ich noch nie gegessen, aber sieht auf jeden Fall wild aus. Wir gehen rein. Frittierte Burger, Ladies and Gentlemen, Turboblock. Probieren gerne? Ja. Warte, hier auch. Warte, ganz blau. Oh ja, das ist tatsächlich sehr scharf. Ja, das mit Chili Cheese ist das ordentlich. Scharf? Ja, das ist schieb. Ja. Sehr lecker. Das sieht super aus. Guck mal, dieses Steak, Bro. Das ist super. Okay, Ladies and Gentlemen, Turbo Vlog. Frittierter Burger habe ich noch nie gegessen. Ich auch noch nicht. Guten Appetit. First time. Boah, das ist geil. Ist das Patty vorher gebraten gewesen? Drop. Ich glaube ja. Boah, ist lecker, so. Aber gibt mir kein Burger-Feeling. Aber es ist kein Burger mehr. Nee. Okay, aber es ist anders als das, was ich gemacht habe. Weil es ist nicht so kein Burger in Ausbackteig, sondern es ist der Inhalt von einem Burger in einem Teigmantel. Ja.